Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Coaster. Wir verfolgen gerade Reginald und der schaut gerade Zwillingen zu mit komischen Piraten. Und wir sind auf der Suche hier nach Erbrochen, weil jeder ja sagt, boah, wir haben hier so viel Erbrochenes und Dreck und alles ist ekelhaft. Aber das Einzige, was ich hier sehe, sind Hausmeister, die traurig durch die Gegend gehen, weil sie halt eben keinen Dreck finden. Also ich sehe halt hier echt keinen Dreck oder sonstiges. Ich sehe einen jonglierenden Narr und einen Hausmeister und Leute mit Piratenhüten. Und ich denke nicht, dass Leute mit Piratenhüten, dass wir die als Dreck bezeichnen sollten. Oh, ein Mülleimer, wie geil. Also ganz ernsthaft, ich sehe jetzt halt nichts, was irgendwie, wo ich sagen würde, das geht überhaupt nicht. Will der da rein, weil der so rechts geht? Nee, der möchte einfach nur eine Runde gegen den Stampeldings laufen. Total dämlich einfach nur, dass hier irgendwo Dreck rumliegen würde. Ich weiß, wir sind jetzt erst durch den halben Park gelaufen. Und es kann ja sein, dass auf der anderen Seite von dem Park Dreck liegt. Das kann ja auch noch sein. Ach, machen die ein Selfie. Ich dachte mit auf das Selfie. Boah, da ist dieser coole Coaster King. Da freuen sich gleich alle. Alle viel glücklicher. Geil, der Coaster King ist der Beste. Dann lachen wir alle gleich. Also der ist jetzt einmal quer durch den Park gelaufen. Aber ich weiß jetzt nicht, was das gebracht hat. Außer, dass wir einmal Dreck gesehen haben. Wir haben einmal ganz am Anfang Dreck gesehen, ansonsten haben wir hier nirgends Dreck gesehen. Deswegen glaube ich immer noch, das ist eine Lüge. Boah, einfach so ein Kindergarten. Boah, stellt ihr euch mal vor, ihr hättet 4 Kinder. 4! Dann seid ihr mit denen in so einem Freizeitpark und es können sich ja 2 wahrscheinlich nicht mal auf irgendwas einigen. Und dann stehst du nur daneben und denkst einfach so, ich bestimme jetzt Fresse. Boah, ein schöner Besen, ein schöner Hausmeister. Also ich sehe jetzt halt hier echt keinen Dreck, aber ich sehe einen coolen Weihnachtsbaum. Der macht voll Sinn. Und hier ist so eine coole Muschel und so eine Zielscheibe. Ja, wunderschön. Oh, ein Coaster King. Die sind voll niedlich. Ich möchte auch ein Coaster King als Kuscheltier. Weihnachten ist jetzt echt nicht mehr weit weg, also falls irgendwer mir ein Coaster King schickt. Ist das dasselbe oder ist das ein anderer? Ist halt dämlich, wenn die am selben Fleck stehen. Boah, die Frau mit Sonnenbrille im Winter. Es macht Sinn. Es macht sowas von Sinn. Ich meine, die Sonne, die strahlt mir richtig entgegen. Wie viele Leute das tatsächlich Sonnenbrillen aufhaben. Also ich weiß, es macht Sinn, dass irgendwie, wenn so Frühling ist irgendwie und man Skifahren ist, dann sollte man irgendwie schon... Also ich habe da schon mal Sonnenbrand gekriegt von Schnee, weil es reflektiert hat. Und es war April, aber okay. Auf jeden Fall war das voll cool. War der Coaster King, wie wir den anstarren, als wenn wir 5 wären. Also, hat er jetzt schon irgendeine negative Sache gefunden an diesem Park? Weil ich habe nichts Negatives entdeckt. Ernsthaft? Er hat sich das ernsthaft gedacht mit diesen Heads Fantastic, dass er da nicht einkaufen möchte? Er muss da nicht einkaufen. Das ist eine freie Entscheidung. Ach Gott. Dieser Park macht mich doch wahnsinnig. Irgendwelche neuen lustigen Gedanken der Gäste. Das ist keine Ahnung. Wir mehr Leute einstellen sollten. Diese ganze Müll ist widerlich. Welcher fucking Müll
Welcher Müll? Ich sehe hier nirgends Müll. Auf dieser ganzen Karte. Ich durchsuche jetzt die Karte, ob hier irgendwo Müll rumliegt. Hier ist weit und breit kein Müll. Ich durchsuche jetzt diesen ganzen Boden nach Müll. Hier liegt hier irgendwo ein bisschen Müll rum. Nein, hier ist gar kein Müll. 0,00% Müll. Hier steht eine Mülltonne im Weg, aber das ist jetzt nicht das Problem. Oh, hier liegt Müll. Zwei Sachen. Nein, hier hinten liegt echt Müll. Was? Brauchen Hausmeister. Personal. Ich suche jetzt Müll mit Hausmeistern ab. Hier, du machst die zwei Dinger weg. Und du machst die zwei Dinger weg. Ich denke tatsächlich, dass das der Müll ist, was die meinen. Und hier hinten ist auch noch Müll. Bitte mach den weg. Diese Leute regen mich so auf. Wir können hier auch einfach Mülltonnen aufstellen. Das wäre, glaube ich, die klügste Lösung. Nee, wir brauchen Szenerie. Oh Gott, das... Jetzt kommt kurz ein Lag. Weil, um die Szenerie zu öffnen, braucht dieser Computer keine Ahnung, was für eine Power. Sonst packen wir hier überall Mülltonnen hin, wo wir Müll am Boden sehen. Oh, das regt mich gerade so dezent auf. Mülleimer. Dass man hier seinen Müll entsorgen kann. Hier, falls ihr wieder Müll habt. Okay. Die Mülltonne hier stellen wir mal ein bisschen außerhalb des Weges hin. Nicht, dass sich noch jemand dran stört. So. Jetzt suchen wir weiter nach Müll. Weil der ganze Müll hier ist ja absolut widerlich. Vielleicht meinen die den Schnee, ist, dass das Müll ist, aber so klug sind die, glaube ich, jetzt schon. Wo müssen wir hin? Ich glaube, daher kommen wir. Ja, dann hat der Hausmeister gekündigt. Meine Fresse, wir haben gerade drei neue eingestellt. Dieser lustige Piratenmarkt hier. Hier ist auch nirgends Müll übrigens. Hier ist aber auch nichts los. Auch wenn ich den voll süß finde. So, hier ist auch nirgends Müll. Wollte ich nur mal betonen, dass hier nirgends Müll ist. Ich habe auch noch nirgends Erbrochenes gefunden. Aber es kann sich ja noch ändern, deswegen durchsuchen wir jetzt den ganzen Park nach Müll. Der Hausmeister ist unzufrieden, der kann mich mal... Findet er kein freies Personalgebäude oder musste er einmal Müll wegräumen? Oder was hat, ist sein Problem? Was ist sein Problem? Wir schauen hin. Mein Gehalt ist nicht... Oh, schau mal, hier einmal wird sofort gebildet. Und stell dir mal vor, das sind so krass, wir geben dir 85 Dollar die Stunde. Bist du jetzt wieder glücklich? Jetzt nicht so wirklich glücklich. Vielleicht sollten wir ihn 100 geben. So, dann arbeitet er auch was. Dein Gehalt ist echt großartig. Also beschwer dich nicht. Wo sind wir jetzt? Sind wir auf der Seite, wo ich noch gar nicht sein wollte, weil wir nach Müll suchen. Im ganzen Park. Und bisher haben wir unser Müllproblem, glaube ich, sehr gut gebannt. Liegt hier vorne noch Müll. Hier und da haben wir auch schon geschaut. Okay, da kommt gerade so ein Schwall von Menschen. Schauen wir mal, ob wir Müll finden unterwegs. Vielleicht haben die was gegen die Mülleimer, aber die muss ich da hinstellen, sonst ist der Weg dreckig. Und ich glaube eher, dass die da was dagegen haben. Der Parkeingang ist von... Was für eine Bahn. Oh, ich habe noch keinen Ausgang gebaut. Hupse.
Und hast du schon langsam Ausgang gefunden? Ernsthaft, das Gelände ist so uneben für Wege. Also das, also irgendwie muss ich doch da jetzt einen Ausgang bilden können. Mir befördere ich die auch wieder an Anfang des Parks zurück. Habe ich kein Problem damit. Weiß nicht, was mit euch ist. So, perfekt. Es hört auf, euch zu beschweren. Aber ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Planet Coaster wieder. Bis dahin. Tschüss.